Das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass du das beobachtest. Wenn wir da ein paar Sekunden Stille haben, und ganz zu dir gehst, zu dir zurück. Ganz bei dir, ganz bei dem, der hört. Ganz bei dem, der diese Stille wahrnimmt. Ganz nach Hause. Es ist so ein ganz zarter Platz, wo du zu Hause bist, wo ich zu Hause bin, wo alle zu Hause sind. Ein Ort. Das ist ein Ort, wo keiner zu Hause ist eigentlich, letztlich, weil es keinen gibt. Aber dieser Keiner bist du. Und diese keine. Und ich. Während du die Stille genießt, guck einfach, was passiert, wenn da so eine Stimme daherkommt, wie von Edgar, in dem Fall, und dich da rausreißen möchte. Du bist da völlig in ruhig, völlig ganz bei dir in der Stille, ganz bei dir. Und dann kommt von außen plötzlich so wer und sagt, hey, hallo, huhu, schau her. Hör zu. Was passiert da? Was ist das? Das kannst du auch im Alltag üben. Bei dir bleiben und einfach zugucken, wenn die Welt kommt. Die böse, böse Welt, in dem Fall jetzt der böse, böse Edgar. Und dich da aus dieser Stille rausreißt. Und geht das überhaupt? Was passiert da? Ist das wirklich ein Rausreißen? Oder ist nicht der gleiche, der zuvor die Stille wahrgenommen hat, nimmt jetzt dieses Blabla von Edgar wahr? Ist nur immer der gleiche. Der ist auch noch immer am gleichen Ort. Guck nach. Ist der wirklich woanders? Nur die Frequenz verändert ist. Einfach ein bisschen am Radio, am Frequenzregler gedreht. Vorher war Stille, jetzt ist Edgar. Ist auch letztlich das Gleiche. Stille spricht, ist so ein Buchtitel von Eckhart Tolle, glaube ich. Mir gefallen ja die Buchtitel von so manche Lehrer, das ist so kreativ. Ich finde das immer wieder genial. So wie Gott ist Atheist vom Stephen Harrison oder Nocera, wie er sich da nennt. Gott ist Atheist. Stille spricht. Keiner zu Hause. Weiß nicht, wer das geschrieben hat. Gibt sicher. Ist ein guter Titel, also wird es ihn auch geben. Jo! Ich bin noch auf Sendung, oder? Nee.